Herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Yamaichi Tech TV. Mein Name ist Dr. Alexander Ramonat und bei uns heute im Studio ist Matthias Schuster. Hallo Alex. Hallo Matthias. Du bist bei Yamaichi Electronics Produktmanager im Bereich Connector Solutions. Was sind denn also deine Aufgaben? Meine Kernaufgabe ist die Weiterentwicklung von unserem Rundsteckportfolio. Das geht letztendlich bei der Produktidee los, über die Entwicklung hier in München bis hin zur Serienfertigung dann in unserem Werk in Frankfurt-Oder. Ja, und du bist heute hier, um uns diesen Weißwerk P eben mal genauer vorzustellen. Genau, richtig. Ja. Weißwerk P steht für Yamaichi Circular Push-Pull Connector. Circular deshalb, weil er rund ist. Push-Pull ist eben der spezielle Verriegelungsmechanismus. Ich habe hier auch einen mitgebracht. Man kann eben den Stecker ganz leicht entriegeln, indem man hier an diesem Ring zieht und ihn sehr leicht stecken. Und er ist sicher verriegelt. Wenn man nicht an diesem Ring zieht, kann er sich eben nicht lösen. Das ist der Kern von dem ganzen Produkt. Okay. Das heißt aber, wir können also sozusagen jeden Markt bedienen, bei dem man eben von diesem Feature profitiert. Genau, das ist völlig marktübergreifend. Überall da, wo man eine Applikation hat, wo man viel stecken, entriegeln muss und noch einen hochwertigen Steckverbinder haben möchte, ist der Weißwerk P zu Hause. Ich sehe jetzt auch hier, du hast uns also schon mal jetzt verschiedene Größen des Weißwerk P mitgebracht. Was umfasst unser Portfolio noch so? Drei verschiedene Serien. Das geht bei der B-Serie los. Das ist unsere Standard-IP50-Serie, geeignet für alle Indoor-Varianten. Dann gibt es die S-Serie. Das ist fast das gleiche wie die B-Serie, aber die Isolatoren sind hermaphrodit. Das heißt, es sind immer Male- und Female-Kontakte in einem Isolator. Und die neueste Serie ist die T-Serie. Das ist die IP68-Variante, also die wassergeschützte Variante zur B-Serie. Und in jedem von diesen drei Serien haben wir vier verschiedene Größen. Und das ist das, was du hier siehst. Wir haben hier die Größe 9, die Größe 12, 15 und 18, die es in allen drei Serien gibt. Ja, und ich sehe jetzt da dazu auch noch was ganz Neues. Genau, wir entwickeln letztendlich unser Portfolio ständig weiter. Das wächst und wächst und wächst. Und das hier ist unser neuestes Baby. Das ist der gewinkelte Steckverbinder. Die Besonderheit daran ist, dass man den Kabelabgang in 8 verschiedenen Positionen variieren kann. Ja, was zeichnet denn unseren Weißwerk P an sich so aus? Also ein wichtiges Merkmal ist, dass alle unsere Steckverbinder kürzer sind. Das ist je nach Größe sind unsere Steckverbinder 20% kürzer wie herkömmliche Steckverbinder auf dem Markt. Wichtig dabei ist aber, dass wir die Größe hauptsächlich im Bereich des Isolators gewonnen haben und der Assemblierraum, den man zur Verfügung hat, immer gleich groß ist, weil man schon auch eben Platz braucht, um so hochpoligen Stecker auch assemblieren zu können. Und ja, habt ihr neben dem einfach Assemblieren und der Größe euch sicherlich auch noch im Inneren ein paar Features einfallen lassen? Genau, ja, also sind sehr viele Details, die in dem Steckverbinder drinstecken, wo wir uns viele Gedanken drüber gemacht haben. Ein wichtiges System ist das Isolator-Halbschalen-Spannzangensystem. Ein wichtiges Merkmal, was man sofort sieht, ist, dass wir immer die gleichen Halbschalen verwenden. Das heißt, die kann ich jetzt also gar nicht vertauschen beide. Genau, richtig. Ja. Also wenn man den Stecker dann selber assembliert, ist es nahezu unmöglich, das falsch zu machen. Ein anderes wichtiges Merkmal ist die Trennung zwischen Halbschalen und Spannzange. Was dann sozusagen heißt, wenn ich den assembliere, den Stecker, und kann ich keine Drehkräfte auf die Kontakte und auf den Isolator sozusagen. Genau, somit ist das System voneinander entkoppelt. Sollten doch noch Drehkräfte entstehen, haben wir zusätzlich noch eine Nase an der Spannzange, die sich im Gehäuse wiederum orientiert und somit zum einen gar keine Drehkräfte zulässt, die ja ins Innere weitergeleitet werden, und zum anderen auch ein Indikator dafür ist, ob man den Stecker richtig assembliert hat oder nicht. Und jetzt sehe ich auch hier am Isolator auch nochmal so eine entsprechende Kodiernase. Genau. Die Funktion von dieser Kodiernase ist, das ist die Orientierung vom Isolator zum Gehäuse. Hier ist eben der große Vorteil, dass das direkt
kodiert, nicht nochmal über die Halbschale. Somit haben wir sehr kurze Toleranzketten und stellen eben immer sicher, dass der Isolator richtig orientiert ist zum Gehäuse. Also sozusagen bei dem Assemblieren ein Verdrehen des Polbildes ist sozusagen völlig ausgeschlossen. Genau. Jetzt ist es ja zum Beispiel bei uns im Elektronikdesign auch mal wichtig, verschiedene Größen der Steckverbinder im PCB-Design auch zu berücksichtigen. Mhm. Haben wir dafür einen Lösungsansatz? Ja, da haben wir uns auch ein paar Gedanken gemacht. Letztendlich ist aus unserem Größenvorteil resultiert auch, dass wir in drei verschiedenen Größen, also in der Größe 9, 12 und 15, immer die gleiche Länge für die Sockel haben. Das macht es eben sehr einfach, die verschiedenen Größen auf einer Leiterplatte in einem Gehäuse zu vereinen. Man muss keinen Höhenausgleich schaffen. Das ist natürlich viel einfacher und auch viel kostengünstiger. Ja, damit kann ich also jetzt die verschiedenen Größen sehr komfortabel unterbringen im Design. Jetzt habe ich aber jedenfalls dann natürlich auch noch verschiedene Anforderungen. Das heißt, ich möchte also Signal und Leistung gleichzeitig übertragen oder ich habe auch aufgrund meiner Anwendung im Messgerät zum Beispiel ein komplett besonderes Polbild. Also wir haben in unserem Standardportfolio jede Menge Polbilder. Das geht bei ganz einfachen zweipoligen los bis sehr hochpoligen bis 40-poligen Varianten. Zusätzlich bieten wir auch dort schon im Standard hochfrequente Signalvarianten an, zum Beispiel K6A oder USB und auch in Kombination mit anderen Kontakten oder noch mit Power zum Beispiel. Und wenn das nicht reicht, dann haben wir immer die Möglichkeit, auch über ein kundenspezifisches Polbild zu sprechen. Wir haben die Entwicklung hier im Haus und somit können wir letztendlich das auch sehr schnell realisieren. Und das klingt auf jeden Fall sehr überzeugend. Dann danke ich dir recht herzlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns die Weißwerk P-Serie mal näher vorzustellen. Sehr gern. Und ja, Ihnen, liebe Zuschauer, danke ich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und vor allen Dingen bleiben Sie neugierig.